And your car GPS might soon help you keep an eye on your bank balance as well as the road. This system has an alternative eco mode, which claims to save money and the environment by telling you when you're driving inefficiently. The big advantage of this is the moment you start using it, you'll be greener. And makers Vexia say it will take 6 months to pay. Laut Hersteller soll das Navigationssystem den CO2-Ausstoß und den Spritverbrauch um 30% verringern. Und so funktioniert es. Im Navigationsgerät ist eine Liste mit mehreren hundert Autotypen angelegt. Vor Fahrtantritt sucht sich der Fahrer sein Modell aus und gibt an, ob er mit Diesel oder Benzin fährt. Und wie viele Personen mitfahren. Aus den eingegebenen Daten. Also ein kleineres Technikverständnis sollte man haben. Wenn man schon mal vorher ein Navigationsgerät hatte, dann ist es, denke ich mal, gar kein Problem. Man muss sich durch das Menü durchklicken. Man kann sein Auto auswählen. Wie in meinem Fall war jetzt der Ibiza nicht mit Halbautomatik und 7-Gang-DSG-Getriebe angegeben. Das konnte ich dann nachträglich noch einstellen. Es dauert halt nur manchmal ein bisschen lange, bis das alles übernommen wurde und bis der das durchgerechnet hat.